Wohnstadt heißt das Novemberheft. Neben zwei Beispielen, die das Bauen als ordnenden Eingriff in ein Stadtgefüge oder gar als Beginn einer neuen Besiedlung betrachten, dazu zeigen wir zwei Wohnanlagen in Berlin und Bonn, gibt es in diesem Heft auch zwei Gebäude, die an eine lange geschmähte Typologie anknüpfen, nämlich an das Wohnhochhaus oder eine geometrische, skulptural entwickelte Großskulptur, Großstruktur, wie hier in Kopenhagen. Während unser Augenmerk bei den üblichen Heften sonst immer auf Erhaltung, Verdichtung und Sanierung ruht, besteht in aufgelassenen Bahn- und Industriegebieten noch einmal Gelegenheit, mit dem weißen Blatt Papier zu beginnen, also mit dem Städtebau von Null an. Und da wir gerade von Ikonen sprechen, die sich also nicht in ein traditionelles Ensemble einbetten lassen, wir führten ein Gespräch mit Wolf Brix, um allfällige Missverständnisse einmal auszuräumen. Da ist er. Lesen Sie, wie weit wir damit gekommen sind. Im Novemberheft des Baumeister B11.